Wir verstehen es ja nicht. No, I don't understand. You can't just turn on me for no reason. I'm sorry, turn on you? I guess I forgot. It's always about how you feel, isn't it? Sad Chloe's fucking sad again. Maybe you should try giving a shit about other people for once. Nicht Are you damit serious sagen. Right now? Fuck! Wow. Okay, I still have no idea what's going on with Rachel, but apparently she gets smashy when she's angry. I can work with that. Jetzt ernsthaft? Score. Was mache ich denn da? Ich finde beides blöd. Ich biete hier eine Show dann. Hey, check it out. I don't always drink beer. But when I do, I prefer drinking it next to an old toilet. Home run! Okay, das war schwach. Sure. Ja. I asked you to leave me alone. Are you kidding me? I know you're the school princess and all, with the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria Chases kissing your perfect ass, but seriously, fuck you. Oh. Great. I'm leaving. See you around, Chloe. You can't leave! Watch me. Rachel, wait. Don't go. Why not? Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. And what is this exactly? Oh. Oh. Ja, alle wissen, worauf es hinausläuft. Wir wissen die Geschichte von denen. Wir wollen deren Geschichte spielen. Are you actually going to make me say it? Say what? You know, like a friendship. But more. Ah. I know. Weird, right? It's just today was the best day I've had since my dad died. And when I almost ruined it just now, the way I ruin everything, it made me realize whatever's going on between us is special. Come on, say something. Chloe, say something. You know what? Forget it. This was really stupid. I mean, you're Rachel Amber, and I'm Chloe Price. It's not that. It's just hard right now. And I can't talk about it. Why not? Because I can't. I know it isn't fair, but it's how it is. Goodbye, Chloe. Ja, jetzt lassen wir mal ein bisschen Wut raus, nicht? Fuck this place. Okay, okay. Flasche. Zuschlagen. Was willst du? Deine Schüler angerufen. Ich denke, du weißt warum. Wir haben morgen einen Termin mit Direktor Wells. Du musst dich besser verhalten. Chloe?
Chloe? Chloe? Elizabeth Price, du kannst mich ignorieren, aber wenn du nach Hause kommst, knallt es. Max, mit dem ganzen Shakespeare-Scheiß, der vor sich geht, dachte ich mir, ich schreibe dir ein Sonne. Dann habe ich erkannt, dass das Reim hart ist und sich nichts wirklich auf Rachel reimt. Rachel. Das stimmt allerdings. Keine Ahnung. Was mir passend erscheint, schließlich habe ich noch nie jemanden wie Rachel getroffen. Mit Rachel ist alles eine Art Spiel. Ich musste mein Talent zum Schlösserknacken benutzen, um ein Fernglas zum Funktionieren zu bringen. Nur um Leute im Park auszuspionieren. Rachel war zum Totlachen, als sie sich Dialoge für sie ausdachte. Ich habe mich gut gehalten und selbst einen Speedwalker in engen Shorts verarscht. Nachdem wir einen alten Pech... Wir dem alten Pärchen, mein Gott, beim Rumknutschen zugeguckt hatten, beschloss Rachel, dass es Zeit wäre, nicht mehr nüchtern zu sein. Wir tüftelten also einen Plan aus, zwei Yuppie-Picknickern ihren Wein zu klauen. Und weil es Rachel ist, umfasste der Plan ausführliche Schauspieler und mehr Improvisation meinerseits. Ich hatte es voll drauf. Nie würde ich eine Bühne betreten, aber auf diese Art Schauspielerei kann ich mich einlassen. Mit unserem mühsam verdienten Wein im Schlepptau reisten wir weiter zu mehr Spaß und Spielen. Chloe, die Unnüchterne. Ja, Wut! Wut! Zuschlagen! You know she's fake. You can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Fuck off, Rachel. Ich glaube, da kann man. Warte mal. Nee, okay. Ich dachte erst, da kann man irgendwie so ein Graffiti noch drauf malen. Oh, Max Kamera. Max Kamera. He took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Da sagt sie genau das, was ich gerade gesagt habe. Achso, hier Werkzeugkasten. If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Fuck you, David. Oh, sorry. No.
Achso, Alman. Was ist denn los mit mir? Why are you crying, sweetheart? Yo, was war das? Because you're not real. I'm not. What is going on? Wow, das ist gerade sehr angsteinflößend. What's past is prologue and shit. Kiddo, look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today. Bewegen? Was kann ich denn da bewegen? Lol. Lol. Hey, where's my marker? Keine Ahnung, wo der Stift ist. Vielleicht hier? I guess I did that. Ja. Gotta say, that was some fight. A lover's quarrel, you might say? She nearly took your head off. Und ihr fahrt wieder an dem Baum vorbei. What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. Oh. Lol. There it is. Lol. Sometimes people need you though. Even when they don't admit it. Rachel. Jo. Alles klar. Und jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück nach Hause laufen. Thank you.
Ja, okay. Episode, denke ich mal, jetzt auch fast zu Ende, würde ich jetzt mal so vermuten. Rachel. Wir haben uns doch schon gehört. You came. I'm glad. Hey. I couldn't let the day end with whatever this afternoon was. Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? The ones who were making out? That was my dad. Oh. All right. And that woman was definitely not my mom. Ja. Oh. Okay. The worst da würde ich auch so über... würde ich auch so reagieren. I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. I'm so sorry, Rachel. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. Gut gespielt, Visage. When my dad died, nie gespielt. I was so mad at him. For months, I felt wrong. Because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed. It's silly, but I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat and how calm he was and the sound of his voice and... He was just so strong, you know? I felt safe. You trusted him. Completely. Here. Chloe, I owe you an apology. Hey, we were both kind of the queen of shitty. No, I mean it. Whatever's going on between us, it's... intense and new and awesome, and you had the courage to tell me that you feel it too. And I treated you like shit. Courage? I don't know if I'd call it that. More like blind desperation. And maybe a slight buzz from that one. I just want you to know. What the fuck? I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. Wo weißt du das? You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? Two against one. But you wouldn't take any shit from them. I'd be dead if you hadn't thrown that bottle.
You inspired me. Mm. What about Drew? When he was picking on Nathan? You got right in his face and called him out. That was pretty sweet, actually. See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... I'm so sorry, Rachel. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. It's your decision. Can I borrow your lighter? Thank you. Das ist intensiv. Der Wald brennt ab. Und das war's. Das war die erste Episode. Hier sehen wir noch Frank mit dem ekligen anderen Kerl und wie er gerade jetzt den Brand erblickt. Den blöden David und Joyce. Die auch den Waldbrand erblicken. Auf seinen Namen Elliot. Ich glaube, Elliot war der Name. Oder ist das Nathan? Ja, das war Nathan. Und hier die anderen drei. Professor und Rachels Vater und wie er den Waldbrand sieht. Und da ist die mysteriöse Frau, die er geküsst hat. Kurze Theorie, passt mal auf. Also das war auf jeden Fall Life is Strange Before the Storm.
Episode 1 von 3. Jetzt nur mal so ganz kurz. Rachel hat eben auch so geschrien wie Daniel bei Life is Strange 2. Man wusste ja schon, wie gesagt, es ist schon etwas länger her, als ich das Spiel gespielt habe. So. Und ich habe ja schon so auch Theorien im Internet und überall gelesen, so von wegen Rachel hat Kräfte, woher kommt das? So. Man fragt sich ja auch, woher kommt das mit Max, dass sie in der Vergangenheit reisen konnte. Sie konnte es dann ja nicht mehr, weil sie dann ja zum Schluss entschieden hat, ob oder ob nicht, so in dem Sinne. Aber jetzt nur mal so, wenn man alles so zusammenrechnet, so nenne ich es jetzt mal. Haben Rachel und Daniel vielleicht irgendeine Verbindung? Kann, muss nicht. Sie ist ja leider, ja, man weiß es aus dem ersten Teil, Rachel ist ja tot durch diesen blöden Lehrer, wo ich jetzt nicht auf den Namen komme. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Mr. Jefferson, genau, Mr. Jefferson. Deswegen frage ich mich so, how? Wisst ihr? Das frage ich mich so ernsthaft. Also, gibt es irgendeine Verbindung? Kann man irgendeinen Schluss ziehen? So, jetzt gucken wir mal. Du hast angegriffen. Nee, du bist weggelaufen. Du warst gemein zu Joyce. Ich bin immer in der Minderheit. Aber bei den anderen beiden nicht. Du hast Nathan verteidigt und du hast Rachel gesagt, dass ihr mehr als nur Freunde seid. Du hast das Geld genommen. Minderheit. Du hast kein Gras von Frank gekauft. Mehrheit. Du hast Joyce Selbsthilfebuch nicht gelesen. Oh, habe ich tatsächlich nicht. Du hast das Foto von mir und dich auf die Kommode gestellt. Verdammt, das hätte ich gerne gemacht. Du hast Geld in Joyce Handtasche gesteckt. Oh, deutliche Minderheit. Du hast Elliot gesagt, dass du mit ihm zu der Vorstellung gehen willst. Ja. Du hast Skip gesagt, dass deine Demo klasse war. Du hast das Tabletop-Spiel mit Steph und Mikey fertig gespielt. Du hast Victorias Hausaufgaben nicht sabotiert. Das finde ich gut. Dann gesagt, dass du an die wahre Liebe glaubst. Okay, warum ist da eine Minderheit so insgesamt bei der Aussage? Du hast deine Kopfhörer geteilt, 98, und du bist auf den Zug gesprungen. Passiert was? Nö. Okay. Shit. No one steals from me. I want my fucking money. Ey, wisst ihr, nachdem das gerade klang? Warte, passiert. Nee. Episodenmenü. Soll ich euch sagen, nachdem das gerade klang? Das klang gerade nach. Oh. Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Ich kann ihn gerade nur beschreiben. Den Typen mit dem karierten Hemd von GTA Vice City. Oh, for my fucking money. Tommy. Damit meine ich nicht Sonny Forelli, den am Anfang, sondern diesen kleinen, etwas runderen Typen. Ricardo Diaz, ich glaube Ricardo Diaz heißt er. Muss ich gerade dran denken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann morgen oder übermorgen bei einer weiteren Folge von Life is Strange 2, Episode 2, Schöne neue Welt. Und bis dann, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.